Nordrhein-Westfalen das Ende von Schwarz-Gelb einleiten. Wir wollen unser Land wieder sozial und ökologisch regieren und wir wollen dem schwarz-gelben Regierungschaos in Berlin einen Riegel vorschieben. Also heute Abend trifft sich dieser Dreierclub, die drei von der Tankstelle, sage ich immer, treffen sich wieder und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und wenn Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen gibt, dann gibt es im Bundesrat keine Mehrheit für den Ausstieg aus dem Atomausstieg, für die Abkehr von einer solidarischen Gesundheitspolitik oder aber für weitere Steuersenkungen, die die Handlungsfähigkeit des Staates weiter untergraben. Und damit mit dem letzten Punkt. Aber natürlich braucht gute Bildung nicht nur mehr Geld, sondern vor allem gute Konzepte. Vor exakt einem Jahr haben wir Grüne ein wegweisendes Konzept zur Schule der Zukunft beschlossen. Damals habe ich vorausgesagt, dass wir mit dem Gegner heftig, ich kann es eigentlich auch ganz gut ohne Mikrofon, geht schon wieder gut. Ich habe vorausgesagt, dass wir nicht nur um gesellschaftliche Mehrheiten werben müssen, sondern dass wir uns auch auf eine harte politische Auseinandersetzung einstellen müssen. Und wie sieht es heute aus, 7 Wochen vor der Wahl? Die Landes-CDU will den alten Schulkrieg wieder anzetteln. Sie will im ganzen Land Plakate aufhängen vor Gymnasien, Realschulen, Hauptschulen mit dem Satz: Diese Schule wird geschlossen, wenn Rot-Rot regiert. Boah. Dazu kann ich nur sagen, das ist kein Wahlkampf, das